Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Heidelberg Zement. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Baumaterialbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,4%. So, bevor es losgeht mit dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 22% angestiegen und dieser Wert ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo wir einen Wert von 18% haben. Damit vergebe ich hier 2 von 2 möglichen Punkten. Das zweite Kriterium zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow, der ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr 11% nach oben gegangen und dieser Wert ist stärker als in den letzten 10 Jahren. Da liegt er nämlich bei 9% und damit vergebe ich hier 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und in den letzten 5 Jahren ist der Umsatz durchschnittlich pro Jahr um 4,3% angestiegen und das ist etwas stärker als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 3,7% liegt. Damit vergebe ich hier insgesamt 1 Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und hier sei vorab angemerkt, dass ich hier als Ausgangslage das Jahr 2019 nehme, anstatt 2020 aufgrund des starken Gewinneinbruchs letztes Jahr in der Krise. Und jedenfalls erwarten die Analysten hier zwischen 2019 und 2024 einen Anstieg beim Gewinn im Durchschnitt pro Jahr von 19% und dieser Wert ist schwächer als in den letzten 5 Jahren. Damit vergebe ich hier 1,5 Punkte. Dann zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow, der soll laut den aktuellen Analystenschätzungen zwischen 2020 und 2024 um 0,2% im Durchschnitt nach oben gehen pro Jahr und das ist schwächer als in den letzten 5 Jahren. Damit vergebe ich hier 0 Punkte. Dann noch zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und zwischen 2020 und 2024 erwarten die Analysten momentan einen durchschnittlichen Anstieg pro Jahr von 4,1%. Und dieser Wert ist schwächer als in den letzten 5 Jahren, also leicht schwächer zumindest. Und hier vergebe ich insgesamt 1,5 Punkte. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und die Schuldenquote, die hat sich in den letzten 10 Jahren von 53% auf 56% verschlechtert. Damit gibt es hier keinen Punkt zum Abschluss. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Heidelberg Zement in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 6,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten. Und in meinem Wachstumscheck landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck. Und hier landet Heidelberg Zement momentan mit den 6,5 erreichten Punkten auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste, die könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier sieht man zum einen den Kursverlauf der Aktie anhand der schwarzen Linie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also Anfang November 2021. Und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und hier noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.